Wenn sie ein Interview haben in den Medien, dann ist das eine riesige Chance, ihre Botschaften zu verankern. Ich zeige Ihnen in dem kurzen Video, wo Sie das bei einem Interview am besten machen. Für das aber bitte schnell runterschauen auf den Blog. Botschaft muss unbedingt in die Köpfe kommen vom Publikum. Das ist gerade das Thema gewesen, jetzt in dieser Woche. Bei einem Krisenkommunikationstraining, bei einem grossen Konzern aus der Finanzdienstleistungsbranche. Wenn wir jetzt da die ganze Zeitachse haben. Im weitesten Sinn, egal ob das Interview 2 Minuten geht oder 3 Minuten, gerade am Anfang, da muss die Botschaft kommen. Und am Schluss muss sie auch kommen, weil der Anfang ist sehr entscheidend, dass sie die Leute ins Boot reinholen. Dort haben sie eine grosse Aufmerksamkeit, du musst unbedingt die Botschaft in die erste Antwort rein. Dann braucht es viel Erfahrung, viel Routine und natürlich auch viele Trainingssituationen, zum herauszufinden und zu spüren, wann ist etwa der Schluss vom Interview und dort auch unbedingt nochmal die Botschaft zu verankern. Der Anfang, ich wiederhole mich bewusst, ist entscheidend, von der Aufmerksamkeit, die Leute ins Boot reinholen, die Botschaft geht mal verankern. Und der Schluss ist entscheidend von der Wirkung. Was geben Sie dem Publikum mit? Auf der Metaebene, aber eben auch inhaltlich. Wenn das Interview sollte länger gehen, 8, 9, 10, 15, 20 Minuten, dann muss man schon probieren, punktuell die Botschaft auch zwischendurch wieder mal zu verankern. 1, 2, 3, ich bin wieder da. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.